Willkommen zu einem neuen Video von uns, Leute. Und zwar starte ich das Video heute. Ich bin sehr früh wach und habe auch gleich ein Fußballspiel. Das ist auch der Grund, warum meine Tochter und meine Frau noch schlafen. Ist auch normal um diese Uhrzeit. Ich bin da für euch. Im Sinne von, Leute, ich glaube, ich hoffe heute ein Tor. Inshallah, mache ich heute ein Tor. Ich faste, aber das ist halb so schlimm, Leute. Die meisten von euch wissen schon Bescheid. Ich spiele in einer Hobbyliga in Österreich, also das ist jetzt keine höhere Liga. Mumu ist jetzt schon beim Match, hat er heute kein Training. Ja, Medina und ich sind schon etwas länger auf, wir haben jetzt schon gefrühstückt. Es gab für uns beide einfach Brot. Ja, in letzter Zeit mag sie so Brot zum Frühstück. Ist auch okay. Ist für mich einfacher, ich muss nur das Brot streichen. Ja, gell? Wir chillen dabei jetzt den ganzen Tag. Ich bin voll, voll müde. Wir haben seit 2 Tagen so eine krasse Serie am Start. Oh mein Gott, Freunde, ich kann in der Nacht nicht schlafen, weil ich mir diese weil es immer spannender wird, wenn ich aufhören möchte. Und ja, jetzt schaue ich die Serie eben weiter. Mit Medina. Medina. Kili, kili, kili. Leute, ich wurde rausgenommen. Storytime kurz. Gegner ist zu 7 oder zu 8 gewesen. Ja, normal Hobbyliga. Eigentlich nicht so ganz Hobbyliga, aber trotzdem. Ja, ich wurde rausgenommen nach 5 Toren. Und es steht irgendwie, keine Ahnung, 10 zu 0 oder irgendwas. Wir sind in der neuen Wohnung. Und ja, Leute, das habe ich letzte Woche montiert. Mit Malika zusammen. Das haben wir montiert, dabei habe ich alles hier hergestellt. Weil wir mit meinem Bruder diesen Schrank heute montieren werden, beziehungsweise aufbauen, und diesen Schrank. Die Sachen kommen auch noch weg. Kurz einen Mittagsschlaf, aber sie ist wieder wach und hungrig, deswegen habe ich schnell was zum Essen gemacht, wirklich etwas Schnelles. Das ist einfach Pasta mit Tomatenmark. Ich liebe es und deswegen muss es Medina auch lieben. Ich habe ihres aber nicht gewürzt und schon rausgenommen und nicht mit zu viel Tomatenmark. Und ja, meins habe ich dann im Nachhinein noch gewürzt. Leute, Schränke sind fertig. Dabei haben wir es nur so, wir wissen noch nicht, ob eins auf die andere Seite kommt. Tada. Es sieht richtig schön aus, Leute. Die Laden und so alles sieht super. Okay. Ja, sieht super aus. Das Zimmer ist relativ leer. Und jetzt geht's bei uns hier weiter. Ist das gleiche System, Leute. Nur ein bisschen anders, weil die größer sind. Und ja, schauen wir mal, wie wir dazu kommen. Bald ist auch Iftar. Wir gehen dann mit meinem Bruder Iftar Döner essen. Auf seinen Nacken. Baby. Baby. Wir haben heute die Korpusse fertig gemacht. Ja, ihr seht es, mein Bruder, wir haben es sehr eilig. Es ist gleich Iftar. Für heute war es das. Ja, tschüss, Wohnung. Also, Abi. Abi, tschüss. Okay. Pizza und Döner kommt auch noch, Leute. Hier unser Wasser. Die Pizza schaut richtig geil aus. Wohnst du jetzt schon dort oder was? Ich war heute einfach Monteur. Er war heute einfach den ganzen Tag dort. Er war von in der Früh bis am Abend. Nein, vom Mittag. Also in der Früh hatte ich Match, ja, Mittag. Von 13 Uhr irgendwas bis am Abend, bis zu Iftar. Also wir bis zum Untergang. Seit in der Früh nicht mehr gesehen. Ich war vermisst. Man hat mich vermisst gemeldet. Ich bin freiwillig nach Hause zurückgekehrt, Leute. Heute war so ein Tag. Medina wird gleich schlafen. Sie ist dabei noch. Was gibst du hier die ganze Zeit? Brötchen. Schön, schön, schön. Danke. Danke, ich aschke. Wir nehmen. Aber das will sie wieder zurück. Papa. Guten Morgen, liebe Freunde. Ja, ihr seht ja,
Wir sind schon richtig in Action. Es gab schon Frühstück, wir haben Brötchen gefrühstückt. Und eigentlich habe ich versucht, mit Dina noch schlafen zu legen, aber sie hatte einfach keinen Bock. Ich versuche es dann später einfach nochmal. Aber heute, Freunde, ist ein... Schau doch mal vorbei. Auf, los geht's, los. Spiel. Oh Gott, diese Kinderlieder. Auf jeden Fall, heute, Freunde, ist ein ganz besonderer Tag. Denn... Medina hat Geburtstag. Medina ist heute ein Jahr alt. Und ich kann nicht aufhören, sie die ganze Zeit anzuschauen, Freunde. Es ist so schön, heute in der Früh schon. Habe ich ihr zum Geburtstag gratuliert. Und ja, also eine große Geburtstagsfeier gibt es heute nicht. Wir werden ihren Geburtstag nach Ramadan noch feiern. Wir nehmen euch dann auch noch mit. Aber heute ist ein Essen geplant. Wir gehen mit der Familie essen. Was macht sie? Leute, sie ist einfach ins Zimmer gegangen und hat die Tür geschlossen. Medina? Nein, das ist jetzt aber nicht wahr. Ich würde auch um mein Leben laufen, wenn ich mein Mac-Highlight in der Hand habe. Ja, Freunde, wir sind immer noch auf der Baustelle. Deswegen ist alles für sie ziemlich leicht erreichbar. Leute, ich bin jetzt in der Spar. Weil alles da, da, da. Also wir wollen mit ihnen eine kleine Überraschung machen. Ihr seht das eh. Ich muss ein bisschen shoppen gehen. Ich habe keine Maske. Momo war einkaufen. Voll süß, oder? Damit werde ich ein schönes und süßes Instagram-Bild machen. Medina darf dann das essen. Wahrscheinlich werde ich ein bisschen Schoko abkratzen, aber sie darf das dann essen. Medo, happy birthday, Medo. Okay, Medina. Leute, ich mache mich jetzt gerade fertig mit Medina am Schoß. Sonst sind wir unbedingt zu meinen Schminksachen, aber sie darf das nicht, weil sie meine Pinsel im Mund nimmt. Medina, nein. Medina, nein. Ja, und das macht er in der Zwischenzeit, Leute. Oh Gott, Medina, sie randaliert. Heute gibt's eine Birne. Leute, das ist so geil. Medina. Wir haben das Auto jetzt geparkt, Freunde. Wir sind spät dran. Wie immer. Obwohl Momo der Einzige ist, der fastet heute. Ja, ist er am spätesten dran. Mittlerweile sind wir auch schon zu Hause. Also meine Geschwister sind auch noch mitgekommen und haben Medina ihre Geburtstagsgeschenke überreicht. Richtig süß. Also wie gesagt, heute haben wir keine große Geburtstagsfeier gemacht. Eigentlich waren wir nur zum Iftar-Essen verabredet und zufälligerweise war es heute. War aber trotzdem richtig, richtig schön. Wir haben euch jetzt nicht so krass das Essen gezeigt. Es ist das typische einfach Grill, Freunde. Das seht ihr, glaube ich, in jedem zweiten Video von uns. Das ist halt so der Klassiker. War aber gut. Ich muss euch aber unbedingt das Geschenk von Andi zeigen. Ich glaube, die meisten kennen das. Da kann man sich so Geschichten anhören und auf... Beziehungsweise, also man kann diese Figuren kaufen, da gibt es schon Geschichten drauf, oder auf die könnt ihr Geschichten drauf sprechen. Das hat Medina von Andi zum Geburtstag bekommen. Und was hat Andi drauf gesprochen, glaubt ihr? Ein neuer Tag, Freunde, wieder hier am Chillen mit Medina. Ich werde sie auch gleich wieder schlafen legen. Und sie hat heute in der Früh gleich mit dem Toni gespielt. Sie hat einfach 5-mal den Toni draufgelegt, um Andis Kürbisse Balik zu hören. Freunde, Medina schläft jetzt und ich muss die Zeit für alles nutzen. In letzter Zeit schläft sie, also sie macht schon den Mittagsschlaf, aber sie schläft nur gut, wenn man neben ihr liegt. Ja, und man kann halt nichts machen. Medina ist von Mittagsschlaf aufgewacht, Mom ist von Arbeit gekommen. Und Freunde, sie hat gestern diese Biene von meiner Schwester geschenkt bekommen. Das ist einfach ihr Liebling geworden. Sie lässt es nicht mehr los. Wir haben Medina abgegeben. Und sind zum jetzt ersten Mal bei meiner Schwester.
Aber dadurch, dass sie ja gestern zusammen waren, denke ich, dass es heute nicht so eine krasse Trennung sein wird. Wir gehen zu einem Ultraschalltermin. Das erste Mal bin ich live dabei. Ich war immer davor, ich durfte nie rein. Überhaupt bei Medina war ja Corona so stark. Das war frisch Corona-Zeit und da durfte ich nicht rein. Er war noch bei keinem dabei. Was echt traurig ist, er hat zwar alle Bilder gesehen, ich habe auch immer Videos gemacht, wir haben auch gefacetimed, aber live war ich nie dabei. Ja. Und das ist schon traurig, ist zweites Kind und ich bin zum ersten Mal dabei. Leute, gönnt ihr mir? Wir sind jetzt raus und ja, am Ende lief es doch nicht so gut. Gute Nachrichten, also du erklärst es gerade so, als wäre irgendwas falsch gewesen, aber die Untersuchung selbst war sehr gut, dem Kind geht's gut, sie war sehr aktiv. Es war sehr, sehr schön, das Kind zu sehen. Es war wunderschön. Die Ärztin war auch super nett. Die Ärztin war super toll, aber... Aber, Freunde. Zum fettesten Aber, Leute. Und zwar war von Anfang an... Diese Empfangsdame war so schrecklich. Die war schon von Anfang an ein bisschen herabwürdigend, okay? Wir haben mit der Ärztin schon besprochen. Wir haben sie gefragt, ob man das Geschlecht schon sehen kann. Malika hat auch gemeint, ist eigentlich viel zu früh, aber fragen wir, was haben wir zu verlieren? Ja, ob man was erkennen kann. Und ich glaube, jede Mutter macht das. Und ich habe das auch damals bei Medina gemacht. Jede einfach so, weil... Beim selben Arzt. Sie hat halt gemeint, ja, draußen wird man ihr das Geschlecht, weißt du, auf einen Zettel geben. Aber es ist halt es unsicher, ist halt noch nicht fix. Aber das muss jeder Arzt sagen. Sie sagt sogar so, macht noch keine Party oder so. Draußen, wir zahlen was dafür, okay? Wir zahlen, ich habe gezahlt. Und dann, Leute, und ich dann... Ich frage sie ganz höflich. Sie fragt? Ich frage sie ganz höflich, haben sie das Zettel reingegeben? Ich frage sie wirklich so höflich, Leute. Ich habe nicht... Wir werden Kuvert bekommen, ja. Da. In diesem Kuvert, sie hat reingeschaut, es ist kein Kartal drin. Und dann hat sie gefragt... Haben sie es reingegeben? Ich habe sie ganz normal gefragt. Ich muss sagen, sie hat es geschrieben gehabt. Es lag bei ihrem Tisch dort. Sie hat alles gemacht, schon eingeknickt. Sie wollte es mir geben, sie hat mich angeschaut, sie hat es mir nicht gegeben, weil sie gesagt hat, ich möchte ihnen nichts vorwerfen, aber es wird... Sie hat einfach gesagt, sie hat direkt zu mir gesagt, es wird anhand, die Ärztin hat einen Fehler gemacht, wir sagen das Geschlecht doch nicht, weil es anhand des Geschlechts auch abgetrieben wird. Das hat sie mir einfach so gesagt. Das hat sie wirklich getan, Leute. Und ihr müsst euch vorstellen, sie war schon die ganze Zeit herabwürdigend, aber das war so ein Punkt. Leute, findet ihr das normal? Ich bin am Boden mit Medina, wir spielen Lego, Mego ist Lego. Es ist wieder ruhiger geworden. Es ist wieder ruhiger, Leute, sie hat sich beruhigt. Tränen sind geflossen, Herzen wurden gebrochen. Ja, Leute, es ist geworden. Vorspeise Tomatensuppe. Das ist die Hauptspeise, das ist Medinas Portion. Es schaut so lecker aus. Das mag er sehr. Das sind so Fisolen, Kartoffeln, Reis und Joghurt mit grüner Spitzpaprika und Knoblauch und ein bisschen Salz. Okay, Medina kriegt jetzt Suppe. Medina, nach Iftar Nachspeise. Nachspeise nach Iftar. Dadam, 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 dadam. Da, 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 da. Tschüss!